Reset. Jetzt müssen wir noch den Pfandleiher finden. Sein Geschäft heißt Shofuku und soll auf der Kogane Dori sein. Da herrscht immer ein reger Betrieb. Am besten wir suchen jeder auf eigene Faust und treffen uns, wenn jemand fündig geworden ist. Ich bin hier hingekommen, aber wie komme ich hier wieder weg? Wen soll ich gesehen haben? Ich bin Pfandleiher und kein Vermisstensuchdienst. Sieh doch mal an den Kanälen von Sanjo Hanamachi nach. Da werden immer wieder welche rausgefischt, die ihren Rausch auf der Straße ausschlafen wollten, nachdem sie sich mit schönen Frauen vergnügt haben. Einen schönen Tag noch! Ja, das war mir klar. Eine Drogerin in Begleitung einer Dame, so ein wundervolles Paar, habe ich in letzter Zeit leider nicht zu meinem Kunden zählen können. Du scheinst mir auch eine schillernde Persönlichkeit zu sein. Möchtest du dich nicht einmal in meinem Sortiment umsehen? No. Wird er schon für Tänzer geworben? Ah, ich muss schon auf der Kogane Dori bleiben. Schönen guten Tag, meine Damen. Willkommen im Pfandhaus Shofuku. Wie kann ich euch dienen? Ja, ich habe neulich ein Katana erworben. Von einem echten Samurai, versteht sich. Ich muss sagen, er war eine imposante Erscheinung. Stattlich, sogar für einen Ruhrgardin. Wartet, ich hole es hervor. Das ist also das Pfandhaus Shofuku. Gut gemacht, Murasaki, dann wollen wir mal das Schwert betrachten. Ich habe keine Zweifel, das ist Kosetsus Katana. Ein prächtiges Exemplar, nicht wahr? Es ist das beste Stück in meinem Sortiment. Die Pfandfrist ist bereits verstrichen, ohne dass sich der Eigentümer wieder gemeldet hätte. Ihr könnt es also gerne erwerben. Doch ich muss euch warnen. Ich habe nicht vor, es für ein paar Münzen zu verschachen. Dieses Schwert hat bereits als Ausstellungsstück einen großen Wert für mich, denn es zieht Kundschaft an. Viel Geld habe ich nicht, aber ich kann unmöglich zulassen, dass es jemand anders kauft. Genau. Alter, ernsthaft? Das ist unmöglich. Das kann ich unmöglich annehmen. Ein Ninja hat schließlich auch ihre Ehre. Wir wissen, was wir wissen wollten, das ist genug. Einen Augenblick. Wie wäre es, wenn der Bund den Kaufpreis übernehmen würde?
Vielen Dank, Alfino, aber hat Tataro nicht ein strenges Auge auf die Ausgaben? Wie willst du sie überzeugen? Das überlass man mir. Schwierige Verhandlungen sind mein Spezialgebiet. Wenn ich Tataro daran erinnere, wie sehr Gosetsu sein Schwert liebt, wird ihr Herz schon weich hier. Habt ihr euch geeinigt? Dann bereite ich die Papiere für die Auslösung des Schwertes vor. Ab, vielen Dank. Übrigens, wisst ihr, wohin der Samurai gegangen ist, nachdem er sein Katana verpfändet hat? Er ist ein guter Freund und ich beabsichtige, es ihm zurückzugeben. Ich erinnere mich, dass er seiner Begleitung eine Portion Reisklöße gekaufen wollte. Sie sind zusammen zum Neko-Teehaus gegangen. Reisklöße? Das ist doch was für Kinder. Langsam kommen mir doch Zweifel, ob es sich bei der Begleitung wirklich um Yotsuyu handelt. Wir werden sehen. Das Teehaus wird von einer Frau namens Ume geleitet. Fragen wir sie. Vielleicht hat sie auch ihr Gedächtnis verloren. Immerhin, Trümmerteile sind auf die gefallen. Auf beide. Gosetsu scheint es nicht schlimm getroffen zu haben. Aber Yotsuyu scheint davon wahrscheinlich Schäden genommen zu haben. Und wirklich, weil sie ist so lieb. Das ist ungewöhnlich. Was hat die denn da hinter sich? Ein Gremling! Bitte nicht nass machen, das Vieh. Bitte nicht tauchen mit dem Vieh. Ja, an die beiden erinnere ich mich. Besonders an die Frau. Sie war wunderschön und sah sehr stolz aus. Aber sie hat sich verhalten wie ein kleines Kind. Wirklich sonderbar. Sie haben davon gesprochen, über den Rubinsee zu reisen. Und als sie aufgegessen hatten, sind sie in Richtung Shiokase gegangen. Über den Rubinsee? Gut möglich, dass Gosetsu nach Doma wollte. Aber was war das über Yotsuyu? Sie hat sich wie ein kleines Kind verhalten? So langsam kommen mir auch Zweifel, ob wir wirklich auf der richtigen Fährte sind. Passt schon! Was zur Hölle? Ist wahrscheinlich nur das Bugern des Schiffs. Wir sollten so schnell wie möglich in die Rubinsee aufbrechen. Ob die Frau wirklich Yotsuyu ist oder nicht, werden wir schon noch erfahren. Gut, dass Soroban uns sein Schiff angeboten hat, treffen wir ihn und Tataru an Pier 2. Legt was an? Alizée ist auch gerade eingetroffen. Das Schiff steht bereit. Gut, dass wir Biodo wieder auf Lauschposten geschickt haben. Er hat mich gerade mit einer neuen Information versorgt. Bei den galerischen Soldaten, die im Konsulat eingetroffen sind, handelt es sich um eine Spezialeinheit direkt aus dem Kaiserreich. Sie haben sich nicht mit dem in Kugane stationierten Wachkontingent abgegeben. Ein kleiner weiß, warum sie hier sind. Richtig. Die richtige Geheimniskrämer. Kyodo hat gemeldet, dass sie gerade eben überraschend aufgebrochen sind. Und zwar in Richtung Rubinsee. Das kann doch kein Zufall sein. Bestimmt nicht. Sie müssen auf der gleichen Fährte sein wie wir. Lasst mich auch euch kurz erzählen, was wir bei dem Fahrtlei erfahren haben. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich dich richtig verstanden? Du hast das Schwert mit den Mitteln des Bundes verstanden? Und dazu noch dem zum Verkaufspreis ohne zu verhandeln? Tataru, ich schätze deine Sparsamkeit, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Geld zu sprechen. Ich gebe dir die Quittung, dann kannst du prüfen, dass alles seine Richtigkeit hat und die Ausgaben
will in unsere Bücher eintragen. Wow, die haben sich die Mühe gemacht, einen Zettel zu programmieren. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass sie was in der Hand halten. Ganz ehrlich. Preis und Steuer, meine Güte, das war aber wirklich nicht billig. Name und Anschrift des Verkäufers, Datum, Stempel, alles da. Aber jetzt gilt erstmal das wertvolle Stück so schnell wie möglich zu Gosetsu zurückzubringen. Murasaki, Alice und Yugiri sollten sofort aufbrechen. Du auch, Alfino. Aber wenn du zurück bist, möchte ich sofort mit dir sprechen. Ich habe noch ein Wörtchen mit dir zu reden. Ein Wörtchen zu reden? Na gut, wir werden über alles sprechen. Ich schlage vor, dass wir zuerst zur Rubinsee-Festung fahren. Alle, die zur Rubinsee raus wollen, müssen dort vorbei. Nicht dein Ernst. Wenn jetzt Neni kommt, dann beende ich den Stream erstmal. Weil ich habe keine Zeit jetzt nochmal zu warten. Wir haben nur Ruhe. Oh. Eine Solo-Instanz ist besser. Ich weiß nicht, ob Tataru vor Wut kocht oder mit mir nur die Finanzen des Bundes besprechen will. Es wird sich zeigen. Wir haben jetzt eine dringende Aufgabe. Die Suche nach Gosetsu und Jotsu. Bist du bereit, Murasaki? Solo-Instanz. Dafür will ich zu haben. よし。まずは台場を守る先森たちから情報を集めるとしよう。 旅人か、こんな時に居合わされたわ。運がないな。帝国軍の飛行艇がやってきて、海賊衆の根城を襲い始めたのだ。今のところ、こちらに仕掛けてくる様子はないが、巻き込まれたくなければ、クガネに引き返すことだな。 いかに海賊衆が帝国と対立したといっても、ドマを手放した現状で攻撃を行わねばならない理由はない。わざわざ奇襲をかけるからには。あの島に帝国軍が追う余地がいると。どうあれ、海賊衆は一緒に戦った仲間よ。黙って見てる手はないわ。火星に向かいましょう。 待ってくれ。生還できないという点には同意するが、アリゼはソロバンと共に船で待機するんだ。議論している暇はない。いいね。ああ、もう分かったわよ。文句は後で言わせてもらうからね。ソロバン、君は脱出のためいつでも船を出せるようにしておいてくれ。 合点承知。ちょっとアルフィノ、まさか泳いでいくつもり。この距離なら泳いだ方が早い。特訓の成果、
Echt? Nein! Ist das denn ernst? Ist das ein... Auf jeden Fall! Das ist nur ernsthaft. Ja, die galileische Kaiserreich ist halt noch existent. Aber wie lange wollen sie das noch aufrechterhalten mit dem Kaiserreich? Man hat jetzt schon zweimal das Kaiserreich bekämpft. Hauptstory? Und halt jetzt hier, Stormblood. Ja, sie scheint wirklich. Yotsuya-sama, omukai ni agarimashita. Sa, o hayaku. Sagatte ore, tsuyu. Ojii-chan. Ja, die hat eindeutig einen Schlag auf den Kopf bekommen. Die Klingen von mir werden auch immer größer. Das sind schon keine Dolche mehr, das sind schon richtige Schwerter. Also in den Händen eines Lalafell sind das Schwerter. Je weniger von denen da sind, desto leichter haben wir es dann gegen den einen alleine. Glaube ich.
helfe mal, den hier auszuschalten. Es kommen wirklich immer neue. Ich habe ja auch Flächenangriffe von daher. Mann! Den da! Ja, wir kloppen jetzt alle auf den einen hier noch drauf. Und das war's. Oh Gott, erhöhte Verwundbarkeit. Was denn jetzt noch? Oh nein, ernsthaft? Okay, das ist der letzte. Nein! Oh Gott. Alter, der ist schon widerstandsfähig hier. Den kriege ich vorher tot. Komm schon. Da ist noch so ein Signifer. Was will der denn? Wo kommst du denn noch her? Alter. Ey, wie viele denn noch? Wir sind fast tot. Yugiri ist fast am Arsch. Wir können nicht mehr so viel aushalten. Wenn wir jetzt verkacken, ne, dreh ich durch. So, jetzt seid doch endlich mal tot. Du bist der Letzte, jetzt komm schon. Alter, da steht ja noch einer.
Jetzt aber! Oh Gott! Noch länger und wir wären bestimmt in deiner Daumen. よくぞ無事でいてくれた豪雪夕霧それに英雄殿とアルフィノ殿まで助太刀深く感謝いたすまさかお主らが現れようとはなんたる天運ああ全くだ 来てくれて助かったぜ。おかげで、どうにか帝国の連中を追っ払うことができた。それにしても、豪雪の旦那がそいつを連れて現れた時には、とんだ疫病神を拾ってきたもんだと思ったが。つゆよ、恐れずともよい。 この者らは皆拙者の仲間でござる。そうなの？おじいちゃんの仲間？もろ手を挙げて再会を喜びたいところですが。 その様子、何やら訳ありのようですね。知っての通り、拙者たちはドマ城の崩落に巻き込まれた。しかし、何の因果か床が抜け落ちたようでな。二人揃って濁流に飲まれ、無二港へ流されたのでござる。そして、幸いなことに、 ドマ城の残骸が拙者たちを水底から救い上げた。だが気づいた時には下流も下流河口まで流されておってな。そのまま海に出て潮に乗せられ名もなき孤島へと漂着することになったのでござる。彼女もその残骸に。 夜露の着物が帝国製の強靭な織物でなければ、飛燕様の人たちで死んでおったでござろう。ただ、長い昏睡から目覚めた夜露は、すべてを忘れ、わらべのようになり果てておってな。バカな。命欲しさの詐称やもしれぬぞ。 無論拙者とて疑いはした。切るべきかと悩みもな。ともあれ事実共に生き残ったのだ。どちらの悪運かは知らぬが、連れ帰って主君の沙汰を仰ぐべきと思い直したのでござる。飛燕様の。 そいつを捕らえたのは豪雪の旦那だ。ドマの殿様に判断を仰ぐというなら任せるさ。露だなんだと呼んで手なずけたいならそれもいい。公に呼べるのがなくば道中不便であろう。それだけの話でござる。へいへい。だが こっちも代理総督様には散々苦しめられてきたんだ。情にほだされて判断を見誤ってくれるなよ。承知つかまつった。それじゃ俺は後始末をしてくる。捕別船は付けにしといてやるから、さっさと行きな。帝国軍が舞い戻ってくる前によ。 Mm-hmm.
verlassen wir die Insel. Je weniger Leute hier zu Gesicht bekommen, desto besser. Die Treppe runter zum Bootssteg, Alice wird das Schiff schon bereit gemacht haben. Nick gebrochen, Spiel vorbei. Kosetsu, ich bin ja so froh, dass du lebst. Ich habe euch aus der Ferne kämpfen sehen und wäre am liebsten gleich zu euch hingerannt. Es war nicht leicht, sie aufzuhalten. Ach was, ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Murasaki war ja dabei. Aber jemand anderes macht mir Sorgen. Was kommt ihr denn so? Sie mag ihr Gedächtnis verloren haben, aber bis wir bei hier sind, werde ich sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Keine Sekunde. Das Mädchen macht mir Angst. Sind das wirklich deine Freunde? Warum sehen sie mich so, dann so böse an? Stell jetzt nicht so viele Fragen, wir können ihnen vertrauen. Das verspreche ich dir. Wenn du das sagst, glaube ich dir. Bitte reißt euch zusammen, denkt an hier. Wir dürfen nicht länger warten lassen. Da sollten wir sofort aufbrechen. Die Galea könnten immer noch in der Nähe sein. Und was, wenn sie uns mit Jutsu sehen? Ich bringe euch bis zur Küste von Isari. Dort finden wir bestimmt ein verlassenes Stück Strand, an dem ihr an Land gehen könnt. Ich werde nun zurückkehren. Es gibt noch etwas, über das ich mit dir sprechen wollte. Bitte besuch mich da bald. Eins kann ich dir schon verraten. Es geht um viel Geld. Genug Geld, um das Loch in der Kasse des Bundes zu stopfen. Tataru wird bestimmt hoch erfreut sein. Tataru, ich glaube nicht, dass sie immer noch sauer wegen der Geschichte mit dem Schwert ist. Du bist in deiner Traumwelt, mein Freund. Du wirst ordentliche Anschiss bekommen. Dann muss... Dass du sie aber besser kennst, Alfino. Und sie hat nicht ganz unrecht. Es geht um einen beträchtlichen Beitrag. Betrag. Hast du dir die Quittung überhaupt mal angesehen? Von dem Geld hätte sich der Bund ein neues Hauptquartier leisten können. Was? Das hatte ich ja gar nicht geahnt. Also gut, wenn das so ist, Murasaki, lass dir von Soroban die Einzelheiten erzählen. Besser, ich habe etwas in der Hand, bevor ich Tataru wieder unter die Augen trete. Really? Das ist eine eigene Questreihe. Wie geil ist das denn? Das bestimmt. Nice. Machen wir ein andermal. Ich glaube nicht morgen. Morgen ist ja eigentlich Prügelsonntag.
Da könnte ich mal wieder Naruto spielen, aber nicht Naruto Boruto, sondern einfach nur Shippuden Storm 2. Wenn ich da noch ein Trophäe obwohl. Mal schauen. Ich schau mal. So.